Herzlich willkommen bei Orca Chess. Hier kommt nochmal eine Erklärschach-Serie oder Erklärschach-Video zum Stonewall-System. Wir fangen wieder ganz normal an. C3, D4, erstens D4 aufgrund von E5, um das einzuschränken. E3 kommt jetzt von uns. Jetzt macht er E6, Signalzug. E6, kein Problem, ganz normaler Stonewall. F4 ist möglich, kein Läufer F5 steht auf dem Brett. Wir können 1:1 unser Stonewall-System nachgehen. Wir haben jetzt hier diese massive Bauernstruktur. Genau, also einfach so als Metapher, dass man es auch immer im Kopf behält. Das ist so diese Game of Thrones-Mauer. Für jeden, der das gesehen hat, irgendwie diese Show. Sehr stabil, da muss man erstmal durchkommen. Also, und so schnell kommt da jetzt kein Schachspieler mit einem ganzen Drachen angeflogen, der das Ding kurz einreißt. So läuft es nicht mit der Stonewall-Mauer. Das ist nämlich wirklich sehr stabil, massiv. Okay, jetzt hat er rochiert. Springer E5, da möchte der Springer hin im Stonewall. Und viele haben sehr viel Respekt vor dem Springer und schlagen den raus. Was ein großer Fehler ist, ist mal gucken, ob er jetzt rausschlägt. Er schlägt noch nicht raus. Im nächsten Zug ist es wichtig, erstmal seinen Springer zu entwickeln. Also auch Big Creek-Regel. So, er nimmt immer noch nicht raus, also er behandelt es ziemlich gut bisher. Was ich jetzt mag als Variante, ich mag Dame F3. Also ich bin ein großer Fan von dem Zug Dame F3, weil mit Dame F3 kontrolliert man 1, 2, 3 mal dieses Feld E4. Und viele Leute haben geschrieben, meine Güte, ist so nervig, wenn Schwarz einen Springer auf E4 spielt. So verhindert man das einfach und man hat einfach ein einfacheres Spiel, ein einfaches Leben. Er nimmt nicht raus, ist kein Problem. Auch wenn er nicht rausnimmt, ist der Angriff natürlich im Stonewall noch nicht vorbei. Es gibt ja auch verschiedene andere Ideen, wie man angreifen kann. Wenn er jetzt nehmen würde, klar, mal die F-Linie, wir setzen den Gegner matt. Aber hier gefällt mir der Zug G4 sehr gut. Hier kommt jetzt der Rambock. Meine Figuren sind entwickelt, schöne Figuren da. Und jetzt möchte ich einfach wissen, was will Schwarz hier? Und wenn Schwarz nicht aufpasst, komme ich zu G5 und bekomme einen gefährlichen Angriff am Königsflügel. Genau, also was ich, genau, Odo Acker hat mir gesagt, ich soll im Video mehrfach sagen, klar, hier auf Lead Chess gibt's auch eine Gruppe, Team Orca Chess, also wenn ihr Bock habt, also der Link zum Team Orca Chess in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren, redet bei, jeder ist herzlich willkommen beim Team Orca Chess am Start zu sein. So, jetzt spiele ich G5 und vertreibe den Springer und setze meinen Angriff fort im Stonewall. Das muss auch schon weg. Und jetzt wird schon gefährlich, auch mit diesen Turmschwenks. Das sind auch mal so Ideen. Dame H5, Turm F3, Turm H3, also sehr unangenehm. Und ich denke, dass Dame H5 hier ein guter Zug ist, oder? Ich mach mal Dame H5. Okay, er macht den. Jetzt ist die Frage, spiele ich jetzt Dame H6? Dame H6, Turm F3, Turm H3, geht das schon? Oder spiele ich Dame H4? Meine Güte, das ist gar nicht so easy. Aber wir haben ja noch Zeit, wir haben 3,5 Minuten noch. Ich spiele jetzt... was man auch noch sagen muss an der Stellung, es kann sogar sein, dass dieses doppelte Figurenopfer fast schon Remis ist. Also da hätte man schon einen Dauerschach. Natürlich wollen wir keinen Dauerschach. Oder es ist noch mehr als Dauerschach. Wow. Man könnte jetzt theoretisch einmal opfern. Zack. Mach's so, genau, ich opfer nochmal. Zack. Falls er nehmen muss, ich weiß es nicht. Ich bin nicht ganz sicher, ob er nehmen muss, aber es sieht so fast schon so aus, oder? Dann nehme ich hier Schach. Dann geht er rüber, dann kann ich immerhin hin und her switchen und habe einen Dauerschach. Aber wenn er rüber geht und ich mache dann Turm F3, ist ja dieser Turmschwenker gefährlich, oder? Ich mache das Figurenopfer jetzt nicht, aber muss es trotzdem drüber nachdenken. Dieses doppelte Figurenopfer auf G6 ist nicht ganz easy. Also es ist schon ziemlich gefährlich für ihn. Das sollte man in der Analyse mal anschauen, ob das geht, dieses doppelte Figurenopfer. Mein Gefühl sagt, er kommt irgendwie raus über F8. Aber es ist natürlich schon cool, so eine Ressource jetzt schon zu haben. Ich spiele mal Dame H6 und verfolge die einfache Idee mit Turm F3, Turm H3. Und ich kann ja auch immer noch opfern. Ich kann ja später opfern. Ich muss nicht direkt opfern. Das Opfer läuft ja einem nicht davon. Er geht jetzt weg mit dem Turm. Okay. Jetzt muss man schon natürlich an dem Opfer hier überlegen. Gell? Springer schlägt F7.
Sieht auch gar nicht so schlecht aus, oder? So, wir wollen aber ganz normal spielen. Wir müssen noch nicht, müssen nichts übertreiben. Springer F7 ist wahrscheinlich schon eine gute Stellung für Weiß. Werden wir auch eine Analyse nachher mal gucken, ob das geht, dass die ganzen taktischen Schläge merkt. Das Dome macht richtig viel Spaß. Man kann richtig gemütlich seinen Gegner angreifen, ihn matt setzen. Also ich finde, das ist einfach cool, wenn so eine Partie mit matt endet. Und jetzt macht der Läufer F8 und haut hier meine Dame raus. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ich habe ja dieses schöne Feld. Dame nach H4 und mein Turmschwenk läuft nicht weg. So, jetzt kann ich doch meinen Turm schwenken. So, jetzt schwenke ich den Turm. Oh, Springer F8. Wow, das ist schön. Wow. Sehr schön gespielt von meinem Gegner. Wunderschön. Springer F8 ist ein sehr schöner Zug. Das wird eine schöne Partie, ich merk's. Jetzt könnt ihr natürlich auch so spielen, ja? Zack, vielleicht hier mit dem Springer erstmal weggehen und dann hier rein jumpen. Ist es was? Ich mach das mal. Ich möchte da jetzt einfach mal reinspringen. Und ich glaube, das sieht interessant aus. Schön. Also auch schön die Verteidigung. Also ich habe jetzt nur noch 1 Minute 30. Ich muss ein bisschen beeilen. Aber Springer F6 sieht schon böse aus, oder? Das Tolle halt am Stonewall ist halt alles so schön geschlossen. Die Stellung ist sehr geschlossen. Und das bedeutet, man hat sehr viel Zeit, seine Figuren umzugruppieren. Und wir haben es halt auch wirklich geschafft, die Dame hier in die H-Linie zu stellen und den Turm. Und die beiden Figuren greifen den König an. Das ist wirklich, also es ist selten. Das geht nur so in geschlossenen Strukturen. Deswegen finde ich es auch, sind auch schöne Ideen, schöne Pläne mit dem königsindischen Angriff und mit dem Stonewall, weil man einfach gemütlich spielen kann. Jetzt kommt H5. H5, da können wir jetzt en passant schlagen. Und ich denke, das sollten wir auch machen. Im Vorübergehen schlagen. Und jetzt macht er diesen Zug Läufer H8. Und jetzt habe ich das Gefühl, mein Gegner ist hier schachmatt. Ich sehe hier schon eine sehr. Ich sehe eine Schachmatt-Kombination. Ich sehe eine Schachmatt-Kombination. Ich zähle jetzt gerade mal das Matt. Wie viele Züge das sind? Zack, zack. Es sind. Warte mal, Schach schlägt. Matt in 3. Ich würde sagen, Matt in 3. Haltet mal kurz das Video an. Denkt selber drüber nach und dann führe ich aus, wie man hier Matt in 3 Zügen setzt. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Ich habe jetzt nämlich auch nur noch 44 Sekunden Zeit. Ich lasse die Zeit jetzt noch ein bisschen ablaufen, damit ihr auch selber nachdenken könnt. Also haltet das Video an und macht erst dann den Zug, okay? Das ist eine kleine Taktikaufgabe in der Partie. Jetzt muss ich aber ziehen. Springer F6. Schach. Er muss schlagen, weil der König hat kein Feld mehr. Muss er diesen Springer rausschlagen? So sehe ich das, dass er ihn rausschlagen muss, weil er kann nicht auf G7 und er kann auch nicht auf H7. Und jetzt kommt diese häufige Mattkombination auf G7. Und da kann er wirklich nichts mehr machen, aus meiner Sicht. Ah doch, er kann das machen. Er kann Dame E5 machen, Ausrufungszeichen. Brutal starker Zug von Schwarz, Dame E5. Die Idee von Dame E5 ist quasi, das Matt um einen Zug zu behindern. Dame F4 ist schwächer von ihm, weil jetzt kann ich direkt Schachmatt setzen. Okay, die Partie war sehr interessant. Jetzt checken wir mal, ob diese frühen Opfer jetzt an dich gegangen wären und gehen hier mal in die Analyse über. So, D4, C3, Springer F6, E3, F4, immer das gleiche Stonewall. Ihr müsst nichts denken, immer funktioniert immer. Immer stark. So, Rochade. Außer gegen die Läufer F5-Variante. Das habe ich aber im vorherigen Video gezeigt. So, kurze Rochade von ihm. Springer E5, Stonewall Springer. Unsere gute alte Kraken, Krake, Stonewall Krake. Ah, nicht so. Die wirklich super diesen ganzen Stern hier. Und alle, also richtig viele wichtige Felder kontrolliert.
Springer BD2, Big Creek, goldene Regeln, erst die Figuren entwickeln, dann Matt setzen. Natürlich ist es auch cool, wenn man, bevor man die Figuren entwickelt hat, Matt setzen kann, kann man aber meistens nicht. So, Dame F3 mag ich. Es gibt auch Leute, die sind Fan von direktem G4, kann man auch spielen. Ist auch eine Möglichkeit. Ich finde, aus menschlicher Sicht gefällt mir der Dame F3-Zug sehr, weil der Springer dann nicht hier reinkommen kann auf E4, weil man 1, 2, 3 mal kontrolliert. Also jetzt hier nochmal an den Wilhelm, also der Wilhelm, der auch häufig hier kommentiert, mag G4, ist auch ein schöner Zug, ist so dieser beschleunigte Angriff, ist auch, auch quasi auch super gut spielbar. Ich bin Fan von Dame F3. Okay, Läufer B7 von Schwarz. Jetzt kommt G4, ein Zug später. Turm C8. Von ihm, jetzt bekomme ich Raum am Flügel mit Dame G5. Springer BD7. Dame H5. Und jetzt kommt G6. Und jetzt stellt sich die Frage, kann ich hier zweimal opfern? Das ist wirklich interessant, das mal zu klären. Erstes Opfer. Zack. Zweites Opfer. Er muss nämlich nicht nehmen. Wenn er nehmen müsste, ist es nämlich ziemlich gefährlich. Ich kann nämlich einmal hier, zack, zack, zack. Und da war ich jetzt mir nicht sicher, wie das steht. Warte mal nach Turm nach F3. War das echt gefährlich. Also mit der Dame und dann kommt noch der Turm. Also ist auch ziemlich scharf, würde ich sagen, die Stellung. Also ist nicht easy. Also er muss jetzt hier schon in der Variante hier nochmal eine Figur zurückgeben und dann Turm F7 spielen, weil er dann hier dazwischen ziehen kann. Dann steht er gut, weil ich habe ja zwei Figuren geopfert. Aber schon sehr, sehr scharf. Warum das Opfer nicht geht, sehen wir jetzt hier. Er nimmt einmal raus, ich nehme nochmal und jetzt gibt es einen starken Zug. Springer D nach B8. Der Springer zieht weg und die Dame kontrolliert auf einmal diese siebte Reihe und die verteidigt alles. Ich habe zu wenig Material. Turm F3 reicht nicht. Weil jetzt Dame G7 kommt und ich muss jetzt zurück und nach Springer E7 bringt er genug Figuren in die Verteidigung. Was dazu führt, er kann jetzt auch diese Läuferdiagonale schön stopfen und ich komme nicht mehr durch über Springer F5 und ich kann nicht durchschlagen in der Stellung. Also wichtig, lieber erst strategisch positionell spielen und opfern, wenn ihr es wirklich auch rechnen könnt und nicht nur auf Gefühl. Manchmal ist die Intuition voll recht, aber ihr habt hier das noch nicht nötig, hier direkt zu opfern. Dame H6 ist okay. Turm nach E8. Zack, jetzt kommt unser Turmschwenk, also ganz einfache Schach. Läufer F8, Dame H4, wir halten die H-Linie, Läufer G7, jetzt verdoppeln wir gegen den König, Springer F8, sehr schöner Zug, Ausrufungszeichen, herrlich, schöne Verteidigung, der Springer ist häufig eine sehr starke Verteidigungsfigur, wir können jetzt hier nicht direkt durchschlagen mit diesem Einschlag, wir müssen jetzt quasi unseren Plan ein bisschen anpassen, wechseln, Springer G4, wir nutzen jetzt diese schwachen, schwarzen Felder, um hier reinzukommen und den König unter Druck zu setzen. Er kollabiert und hat Angst. Das ist häufig so im Stonewall. Die Leute haben Angst. Die haben einfach so viel Respekt vor dem Angriff, dass sie einfach Quatsch machen. Also ich würde sagen, 90% machen Quatsch gegen die Variante und schlagen dann die Springer auf E5 raus und es kommt sowas wie da wie H5. Jetzt geht en passant, zack, und jetzt ist schon Schachmatt. Das war die Partie. Ja, das war jetzt eigentlich echt eine spannende Partie. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Wenn ihr Bock habt, geht auf Lead Chess Teams, gebt Team Orca Chess ein und tretet dem Team Orca Chess bei. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Orca Chess.